Ein Abenteuer mit Nina und Milo. Das ist etwas zum Vorlesen, wenn ihr gerne mal eure Kinder mit in die Geschichte einbeziehen möchtet. Denn in diesem Buch geht es um Nina und Milo, die unglaublich gerne Picknicks machen und sie lieben vor allem natürlich Omas Kuchen. Und Nina und Milo sind beide am See und angeln und dann kommt ein Windstoß und der trägt Milo einfach davon. Er nimmt ihn einfach mit. Und Nina steht da und denkt so, oh nein, was soll ich denn jetzt tun? Und dann kann man entscheiden. Möchte man, dass Nina zuerst zu Oma rennt und ihr Bescheid sagt, dass Milo einfach vom Wind davon getragen ist und sie um Hilfe bittet? Oder rennt Nina dem Milo einfach hinterher? Damit fängt das interaktive Abenteuer erst richtig an. Schaut euch das unbedingt mal an, wenn ihr eure Kinder gern mit einbeziehen möchtet in die Geschichten und entscheiden lassen möchtet, wie denn die Geschichte weitergehen soll. Mit ganz zauberhaften Illustrationen eine unaufgeregte, schöne Geschichte. Schaut, dann müsst ihr euch Nina und Milo einfach mal angucken. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Vorlesen.